Hallihallo, wir sind back in the USA und back in the Kartoffelernte. Ja, ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht nach gestern, nach der Folge. Also wir haben noch ein paar Bahnen vor uns, aber es läuft. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Wir werden mal gucken, dass jetzt wieder mal ein Abfahrer zu uns kommt und uns abbunkert. Wir sind zwar erst bei 47%, aber bis der sich hier rangetraut hat, wird das eh noch ein bisschen dauern. Und dann gucken wir mal. Ich sehe aber auch gerade, dass wohl der New Holland, nicht der New Holland, der, na, wie heißt er? Der, ach man, der John Deere fertig ist mit dem Grasmähen. Das heißt, wir könnten da eventuell, das machen wir auch gleich mal. Der ist fertig. Dann kommt da die Presse einmal dran. Müssen wir nur das Mähwerk hier mal kurz abladen. Wie gesagt, mit dem New Holland wäre das vermutlich kein Problem gewesen. Pressen und mähen gleichzeitig. Er fährt langsam, aber er fährt. Das ist die Hauptsache. So. Ups. Halt, Motor an. Und dann schauen wir mal, wie das dann ausgeht da oben. Ich will mal gucken, dass wir hier das Feld auf jeden Fall heute fertig bekommen und dann oben eben noch ein paar von den Silageballen einsammeln. Einmal die Bahn hier noch nehmen und dann werden wir aber mal kurz stehen bleiben, bis wir dann abgebunkert sind. Sofern der jetzt nicht ein zu großes Fahrmanöver macht. Weil zu viel Wartezeit können wir uns ja auch nicht leisten. Fährt da jetzt erstmal rum, kommt, dann drehen wir noch mal. Ja, es ist wirklich dann denkt er wieder, jetzt muss er wieder anders rumfahren irgendwann. Wir machen das mal so, wir machen jetzt mal das Förderband noch mal rein, dann bleibt der Abfahrer nämlich stehen und wenn wir wieder runterfahren, machen wir das Förderband wieder auf und dann sollte er uns abtanken. Das könnte doch ein Plan sein. Und wir haben ja noch ein zweites Kartoffelfeld. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ups, falsche Taste. Da wollte ich hin. So. Da müssen wir ja auch noch ernten. Aber vielleicht ist das ein bisschen CP-freundlicher, dass wir da den Ernter dann auch automatisch fahren lassen können. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. So, jetzt bleiben wir aber mal kurz sitzen. So, komm ran. Komm ran. Tank uns ab, bitte. Er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Wir haben ja noch vier Bahnen hier. Aber das werden wir nicht alles in den anderen Dingen reinbringen. Was, bist du schon voll etwa? Oder warum haust du ab? Na, egal. Wir können auf jeden Fall erstmal weiter ernten. Aber da ja beide Felder in dieselbe Abladestelle gehen, können wir zur Not auch mit dem vollen Ernter
und mit dem halbvollen Ernter zum nächsten Feld fahren. Das ist der große Vorteil. Und das nächste Feld wäre wo? Die 53. Ja. Damit wir wissen, wo wir gleich den hinschicken müssen. Aber weißt du was, wir machen jetzt einmal hier das Rohr weg, bis wir hier die drei Bahnen fertig gedrescht, gedroschen, genau, gerudert haben. Und dann lassen wir den kurz abtanken. Das passt ja, denke ich mal, locker alles hier rein. Einmal hoch, einmal runter und dann war es das. So, müssen wir mal gucken, wo ist denn die 53 eigentlich? Die muss doch irgendwo hier unten sein. Ach, hier. Boah. Es wird hier oben vermutlich ein bisschen eng werden. Und wobei da Straße ist, könnte eigentlich ein relativ helferfreundliches Feld sein. Sieht zumindest danach aus. So. Dann Förderband raus. Gucken, dass wir da einmal abgebunkert werden, weil der New Holland, der ist auch noch in der Verlosung sozusagen. Gut, dann warten wir mal kurz. So, komm ran. Oder kommt irgendeiner von euch? Ja gut, dann fährt der New Holland, ist mir auch egal. Hauptsache, ihr drängelt jetzt nicht wieder. Der MF macht gleich mal Platz. Der hat Angst. So. So. Ja, New Holland, fahr weg. Danke. Und Herr MF, kommen Sie ran. Nächster bitte. Der nächste bitte. Jo, und schon rollt er. Und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. 53 war das. So, mal gucken, kriegen wir das alles rein? Ne? Gut, macht nichts. So, da müssen wir dem gleich was eintragen. So, hier. Das läuft. Er ist dann auf die 53. Und du auch. Ach ja, da habe ich was gesehen, ja. Ich bin
einfach nur den Ballen da rausholen. Fahrzeug betanken. Och nee. Ja, fahre tanken. Mach das mal. Dann können wir ja schon mal hier die zwei Ballen einsammeln. Irgendwie will der nicht so fahren, wie er soll. Boah, Mann, was hast du denn für ein Problem? Fahr doch einfach vorwärts. Ja, manchmal machen die Dinger komische Sachen. Ja, ich weiß, dass du tanken fahren willst, aber du schaffst das ja irgendwie nicht. Sonst muss ich dich gleich einmal zurücksetzen. Du willst ja hier nur im Kreis fahren. Komm, das bringt so nichts. Dann kuppeln wir den einmal ab. Ja, speicher dann halt auch noch. So, kriegen wir den jetzt hier? Der da zurücksetzen. Ja. Ja, fahren, tanken und dann hoch zum Feld. Gut. Ach, der hat hier noch den falschen Ding drin. Du musst na klar hier zum Schüttgut, aber das könnten wir doch gleich mal verschieben hier. Das packen wir gleich mal hier in den, bei den Verkaufsstationen mit rein. Jetzt ist die Frage, hat der MF? Er hat das selber. Ja. Nein, das ist doch auch ein Shitgut. Also du auch ein... Ah, nein, 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 brich ab, brich ab. Oh nee, das ist jetzt gar nicht gut, das ist gar nicht gut gewesen. Oh Gott. Ja, warte mal, das nehmen wir gleich mal hier als Bild. Das kann uns die Mission kosten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso will der da nicht abladen? Ach, eben war kurz das Symbol. So. Dann müssen wir den hier einmal. So, du fährst dahin, du bist fertig. So, jetzt gucken wir mal. Doch, das sieht doch hier schon wesentlich besser aus. Wir machen noch mehr Vorgewende, wie wir es eh schon hatten. So, wir haben keinen Kurs, das ist gut. Gegen den Uhrzeigersinn ist sehr gut, dann machen wir 10 Vorgewände, machen hier aber mal ein bisschen weniger, generieren den Kurs, schauen uns das einmal an, die 53, hallo,
Oh, wieso lässt sich das jetzt nicht mehr weiter verschieben? Er hat auf jeden Fall gemacht da unten. Ja. Erster Wegpunkt. Los geht's. So, der ist auf dem Weg zurück. Der kann den hinteren nicht abladen. Ja. Dann machen wir das so. Ja, wenn was schief läuft, dann immer gleich richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, hatte das gereicht? Ja gut, wir sind bei 9. Gut, wir haben die eine Mission jetzt abgeschlossen hier. Hoffen wir einfach mal, dass der Überschuss genug ist. Gut, wir haben ja klar jetzt einiges verkauft von dem, was wir vielleicht am Ende hätten verkauft. Gucken wir mal, verkauft. Ernteeinnahmen müssten das doch sein. Einnahmen, Ernte. Ja, gut. Hoffen wir mal, dass das. Ja. So, wo ist denn der? Der ist wieder da. So, da haben wir jetzt aber auch das Problem, dass wir keinen Kurs mehr haben. Das heißt, wir müssen Ballen selbst pressen. Aber auch das bekommen wir hin. Doch, dann machen wir erstmal das Vorgewende. Und dadurch, dass das ja die Non-Stop-Presse ist, müsste das auch relativ problemlos funktionieren. Gut, Berg hoch. Dann eher nicht. Okay. Da fehlt dann doch ein bisschen Power. Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Das kann ja nur der Ernter sein. Ja, da kümmern wir uns heute nicht mehr drum. Das machen wir morgen dann. Wir gucken, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Ballen gepresst bekommen in der letzten 2 Minuten, die wir noch haben. In der letzten zwei, in den letzten 2 Minuten. Ich kann nicht, oder ich rede hier wieder ein Deutsch, das ist Wahnsinn. Ja, der muss auch schon ganz schön kämpfen mit der Presse. Also sollten wir wirklich gucken, dass wir nur bergab pressen. Aber wir müssen jetzt damit durch. Es muss einfach geschehen. Wir haben keinen anderen starken Traktor. Der New Holland, der ist unten bei den Kartoffeln, da brauchen wir den. Und wie gesagt, dann fahren wir halt eben leer wieder hoch, also ohne zu arbeiten, und machen die Bahn einfach runter zu essen. Aber ich denke mal, hier werden wir morgen weitermachen. Für heute ist nämlich schon wieder Feierabend. Das heißt, morgen um 9 Uhr sehen wir uns dann wieder und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschauen würdet. Bis dahin sage ich einfach mal so, bye bye.